whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich eine Neuerscheinung mitgebracht, und zwar den Cardhu Amber Rock. Die bekannte Cardhu-Flasche, 40 Volumenprozente, kühlgefiltert, gefärbt, Massenware. Ja, der Name dieser neuen Amber Rock-Abfüllung wurde also einmal von der, ja, bernsteinfarbenen, warmen Farbe des Whiskys inspiriert und vom gälischen Begriff Cardhu, was so viel wie schwarzer Stein bedeutet. Also da hat man jetzt die Inspiration Stein, schwarzer Stein, mit Amber von der Farbe vermischt. Ja, und irgendwie kommt so ein bisschen was wie On the Rocks bei mir im Geiste vor. Ja, irgendwo bin ich ein bisschen kritisch heute. Ne? Ja, woran liegt's? Ja, es liegt daran, dieser Cardhu ist ein sogenannter No-Age-Whisky. Und da habe ich mal über Whiskys ohne Altersangabe ein Video gedreht. Und er kommt mit einem Preis, der deutlich, wirklich deutlich über 10 Euro über dem Cardhu mit 12 Jahren Alter liegt. Und da fragt man sich, warum? So, kommen wir nachher drauf. Ein bisschen sieht wohl aus, als wäre dort die Fassauswahl entscheidend. Aber es gibt ja auch den Special Cask Reserve von Cardhu, den ich auch schon probiert habe. Auch da hat man eine spezielle Fassauswahl getroffen. Nur, und der geht billiger her als dieser hier, ne? Ja, neue Besen kehren gut und bringen höheren Ertrag. Wollen wir mal schauen, wo dieser Whisky sich dann am Ende platzieren wird. Gedacht ist er, glaube ich, wenn ich das richtig soweit verstanden habe, dass er in den Supermärkten den klassischen 12-jährigen Cardhu ersetzen soll, von dem es mittlerweile wohl nicht mehr ausreichend genug gibt, wo man vor allem auch noch Ware zurücklegen muss für den 15-jährigen, den 18-jährigen und sogar einen 21-jährigen. Ja, und da steigen die abgesetzten Stückzahlen und da bleibt jetzt wohl für den 12-jährigen nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Und da muss man jetzt ein, wie es so schön heißt, ein No-Age-Statement, also ein Whisky ohne Altersangabe, nachschieben von unten. Dass man das mit einem höheren Preis versucht, nur gut, versuchen ist legal. So, was ist noch zu sagen? Ja, schauen wir mal hier auf die Ding. Cardhu ist gegründet 1824, wie so viele andere auch, als das Brennen von Whisky in den Highlands legal wurde. Und der ist jetzt double matured. Finished in toasted casks, seasoned with bourbon. For richer notes of vanilla and spice. Und diesen Satz habe ich nicht verstanden. Gefinished in getoasteten Fässern. Getoastet heißt, die Dauben wurden heiß gemacht, damit sich in den Dauben Holzzucker bildet. Das ist im Prinzip das Karamellisieren, aus dem auch die dunkle Farbe herstammt. Typischerweise werden diese Fässer aber auch noch ausgebrannt und das hat man hier wohl weggelassen, sonst hätte man es ja geschrieben. Ne? Also toasted casks, seasoned with bourbon. Seasoned with bourbon, season ist eine Jahreszeit und bedeutet eine Saison, also ein Jahr. Was hat man jetzt in diesem Jahr mit den Fässern gemacht? Nochmal Bourbon eingefüllt? Schwer zu sagen. Bourbon muss ja laut Gesetz mindestens mal 2 Jahre reifen. For richer notes of vanilla and spice. Klar, wenn man frisch ausbrennt, dann bekommt man also auch aus dem Lignin, dem harten Bestandteil des Holzes oder der hartmachenden Substanz im Holz, dieses Lignin wandelt sich dann in Vanillin um und dieses Aroma hat man dann als Vanillenote im Whisky drin. And spice. Spice ist dann typischerweise von der Eiche. Also, ob die jetzt hier eine Zwischenlagerung mit Bourbon hatten, diese Fässer, ob das Refill war, die man dann anschließend nochmal getoastet hat. Also Fragen über Fragen. Ich habe da nicht wirklich viel rausbekommen. Was steht da drauf? Da steht es nochmal drauf. Seasoned with sweet, smooth bourbon for richer notes of vanilla and spice. Ja, ja. Ist also ein eleganter und deeply flavored, also ein stark
Aromen enthaltende Single Malt. Ja. Das ist das neue Juwel der Space Side. Ja, das sagen sie alle. Gut. Da steht nochmal alles dasselbe drauf. Double Matured. Nun gut. Schauen wir da mal. Wo geht's auf? Hier geht's auf. Oh, statische Elektrizität. Süße. Leichte, helle Fruchtnote. Aber nicht so sauer, sondern süß. Wie ja, süßer Apfel, saftige Birne. Irgendwo habe ich mal gelesen, Lischi-Noten. Ja, vielleicht. Aber nee, auf jeden Fall da. Und eine Nase, die voller ist als jetzt ein No-Age-Statement-Whisky, also ein Whisky ohne Altersangabe, erwarten würde. Also da ist ordentliche volle Volumenfracht drin. Süßer werdend, leichter werdend, fruchtiger werdend. Ja, sehr schmeichelnd, sehr einnehmend, schön in der Nase. Im Geschmack das krasse Gegenteil, ein Mordsschlag, ja, von Eiche, von Bitterkeit. Das spricht also für mich nicht für Ex-Bourbon Casks. Aber heftig, heftige Eiche. Und jetzt im Abgang würzig, kakaomäßig. Boah. Offiziell heißt es Zitrusfrüchte. In der Nase sehr schmeichelnd, auch jetzt voller werdend. Und der Geschmack ist einfach aus meiner Sicht, Entschuldigung, ungehobelt, roh, unfertig. Das ist so unausgewogen. Toll in der Nase und der Hammer im Geschmack. Also wer Eiche mal probieren möchte und so richtig bittere Eiche, zart bittere Eiche, na zart nicht, bittere Eiche haben möchte, hier, da, so einer. Ja, also da muss ich sagen, haben mir 12, 15 und 18 Jahre um Größenklassen besser gefallen. Der Special Cask Reserve auch hervorragend ausgesucht. Und das hier ist jetzt, ja, schwierig, schwierig. Also seien Sie vorsichtig, Sie sollten, bitter sollte für Sie nicht abstoßend sein. Krass. Okay. im Shopsystem im Moment, glaube ich, jetzt Mitte des Jahres 2014 erhältlich. Keine Ahnung, wie groß die Auflagen sind, ob das jetzt der große Rollout wird, für die ganzen Supermärkte, keine Ahnung, sind die ersten Flaschen, die gekommen sind. Tja,
Mal schauen, wie sich die Pulle entwickelt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.